Okay. No. All right, I use acrylic. Yeah. And I use my Mecola. Yeah. You know, I have the paintings, and then, you know, I photograph them, and then, you know, I make things like that. This painting, for instance, you know, this is a painting. Yeah. And then this is a picture, a photograph from, you know, which I took from the internet. And I also use my own photographs, and then I have like these symbols, you know, I can manipulate them in the computer and work them in there without the white. Oops, sorry. So, you know, I make a design, and this picture, actually, the original is with the Bremen Chamber of Commerce. Okay. With Dr. Offenhäuser, who told me, well, he's a press person, you know. Yeah. He talks to the press. Mm-hmm. And he told me that he would give it to Mercedes-Benz. Mm-hmm. Which is why I'm stuck here. Right? Okay. Right. And you're guarding me. Mm-hmm. That's why. All right. So I'm sorry. No, I'm busy. So, you know, let me just give you. Yeah, ich bin auch ein paar Minütchen zu früh. Yeah, so if you could just wait for a moment. Ist in Ordnung. Ich habe noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Diese Geschichte ist wahr und ist mir tatsächlich passiert. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da dachte ich erstmal, Kreuzfahrt, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte, ich war auf dem falschen Dampfer. Und Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Es war nicht lustig. Endlich fester Boden unter den Füßen. Ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, pff, so kleine Flügel, untersetzte Statur,
Und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah, ey. Pinguine sind hervor und haben Sie meine E-Mail gestern eingeweckt im Wasser so schnell, wenn ich mit Spaß zu bewegen. Oh, I'm sorry, I forgot that you were here. Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, ich bin kurz. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge. Gefährliche Urteilefälle. Und ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Ja, ich habe, ja, Frau Mann, das kann ich jetzt nicht alles lesen. Ich habe den Check fertig gemacht. Du müsstest mir einmal hier die Quittung unterschreiben. Psychotherapie aus dir, in diesem Leben kleine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte. Was es mit der Kindheit zu tun hat, so. Im Fall des Großvaters, und das erstmal aufstellen. Nein. Dankeschön. Der wird dich fragen, wer bist du, was kannst Frau du, Wartes, was haben Sie, du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn Sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein Frau wie Wartes, die anderen, ein kleiner Ich bin jetzt hier, wie wir das vereinbart haben. Jetzt würde ich mich schon freuen, wenn wir auch noch mal kurz reden könnten. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in einer guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin bin und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt es nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen. Dann gehe ich jetzt wieder zu meinem Wasser. Dann muss ich springen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt. In ich meinem hoffe, Element dass Sie meine E-Mail gelesen haben und dann entweder ich heute oder... Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ja, das heute immer wieder ist weiß. Der Herr noch da, mit dem ich gesprochen und habe. Ich wünsche Ihnen auch zu Vodafone gehen. Ich war auch gerne in der Klinik. Da haben Sie dann die Eine Möglichkeit... Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer den Vertrag Verbot. Das wieder ist ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen fallen weniger zu mich. Und das ist ein kleines Beispiel. Was Sie motivieren sollen, Ihren Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element. Do nothing for me. I need my implant, all right? I had an appointment in May. I had an appointment in May. Nicht.